So, Dark, du musst dich noch entmuten. Kriegst du hier auch die XP raus? Ja. Ich habe jedenfalls gerade XP. Mir fehlt ein Eimer auf einmal. Hast du den aufgesammelt gerade? Nein, ich habe nichts im Inventar. Ach, der ist in deinem Vakuum-Dingsbums. Nee, der ist gar nicht mehr angeschlossen. Dann ist er rausgelutscht worden. Die Items werden rausgelutscht. Die gehen jetzt runter in die Kiste. Und das Skelett wird nicht mehr getötet. Okay, dann muss ich dort doch was hinsetzen. Dann muss ich die Wand hier leider verdoppeln. So. 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 Das geht. Ach so, ja, stimmt, du pumpst Latsche raus. Da lang und noch eins rein. Dann kommt hier nämlich wieder alles davor. Dort geht's weiter. Da und da, jetzt wird's problematisch. Denn das connected nicht. Das connected auch nicht, läuft. Und lutscht es raus? Ja, er lutscht es raus. Nice. Das kommt wieder dahin. Hier vorne wird wieder zugebaut. Dann können wir hier oben wieder dicht machen. Hier machen wir dich, da fällt das nicht so auf. Oh Gott, welche? Ach du Scheiße, welche hatte ich denn? Die da, glaube ich. Ja, Mobfarm läuft, diese Essenz wird rausgelutscht und die Items gehen in die Mob-Loot-Kiste. Perfekt. Dann kann das erstmal wieder hier rein. Und wir können auch da drinnen jederzeit ausschalten. Falls sich irgendjemand beschweren sollte, dass es lecken sollte. So, dann. Ich muss mal ganz kurz disconnecten. Ich hoffe, das ist dann verschwunden. Ich weiß, dein Englisch ist nicht so bewandert, aber kannst du mir mal kurz helfen? Ich wollte mich eigentlich unten um die Miner kümmern, ja. Ganz kurz. Vierter Questzweig, ganz oben links. Diese
Eye of the Stick Quest, nenne ich sie immer noch. Mob Souls, hm? Genau. Der Tech Stuff. Ich habe das da jetzt gestellt und ich brauche irgendwie einen Resturbed Mob Spawner. Das steht hier im Text, aber ich will nichts falsch machen, weil dieses Teil extrem teuer war. Und da steht irgendwas mit, kann nur einmal angewendet werden. You can right click it. Change is destroyed in progress. The spawner change is destroyed in this progress. Resturbed Mob Spawner. Den hast du schon. Nee. Den brauche ich. Den kann man damit herstellen. Ich habe nur das Spawn Changer. Uff. Das, weil du gerade so geklickt hast, das hast du wahrscheinlich bei Jai nachgeschaut. Das kann man nicht bei Jai nachschauen. Das steht dir nur im Text, wie man das macht. Das Spawn. Spawn Dingsbums. Change the Mob Spawn by Mob Spawners. Right click the spawner change on a mob to sell it killing a mob. Right click on a monster spawner. Also rechtsklick auf den Mob Spawner. Ja, erstmal rechtsklick auf den Mob mit dem Teil, dann ist das gespeichert in dem Ding, dann auf den Mob Spawner, rechts damit, dann wird der Mob, den ich gerechtsklickt habe, in dem Spawner erscheinen. Und dann. And it will be changed to spawn the mob. The spawn change is destroyed and der wird dabei kaputt gehen, ist klar. Und dann die Frage hier. Du kannst mit Rechtsklicken Drop of Evil und auf den Monster Spawner anwenden, um ihn in einen Resturbed Monster Spawner zu verwandeln. Den man dann wohl tragen kann, also abbauen und den kannst kann. Du dann abbauen und mit dir rumtragen. Breaking and Consume Spawn, whatever Mob. Und den kannst du dann überall setzen, wo du ihn haben willst. So. Ja, dann. Einfach. Hast du noch einen Drop of Evil? Nee, ich hatte nur zwei. Einen habe ich fürs Kürzlass und einen habe ich da oben verwendet. Und hier ist noch keiner drin. Was braucht man dafür? Lack und Wizard-Skelette. Wir hätten den einen doch traden sollen von der Quest und nicht dieses Upgrade. Du kannst Nether kannst du das doch ganz easy looten. Oder wir haben da noch nie ein Nether-Skelett gesehen. Oder wir hauen hier einfach Looting-Upgrade rein. Spawner überhaupt Wizard-Skelette? Natürlich. Der Mob-Crusher, von welcher Mod ist denn der? Mob-Crusher Industrial. Industrial. Range, Item, Dingsbums. Ja gut, mache ich mich schon mal auf die Suche nach einem Mob-Spawner. Ja, Fortune-Add-on. Pink Slime-Ingot, Plastik und 6 Emeralds. Das ist doch... Kurze Frage, was willst du eigentlich für einen Mob-Spawner dann haben? Oh, du, das überlasse ich ganz dir. Wir müssen den ja nicht aufbauen. Ja, genau. Okay, dann nehme ich einfach einen leichten Zombie-Spawner. Der ist angenehm. 1, 2. Du kannst auch Dings-Spawner machen hier. Enderman? Nee, wie heißen die anderen Viecher im Nether? Die Zombie-Pigments. Ja, aber was soll ich damit? Hammer Gold. Spawnen die theoretisch nicht auch da? Haben wir Pink Slime? Fluids. Ich bräuchte eine Fluid Sieving Machine, Eisen und Fluid Pink Slime. Pink Slime war für irgendeine Quest da, die ich machen wollte, aber ich weiß nicht, wie man dieses Pink Slime kriegt. Naja. Wir haben einen Slime Ball, der sieht mir ein bisschen pink aus. Das heißt nicht Pink Slime. Ähm.
Slime Fluid Sieving Machine. Dafür brauchst du ein Pink Slime Machine Case, Plastik, Gold Gear, Iron Bars. Ich mach das jetzt erstmal. Rechtsklick jetzt hier einfach erstmal. Okay, ein Creeper sollte ich damit vielleicht nicht rechtsklicken. War es überhaupt rechtsklicken? Ich glaube. Ja. Ja. Was? Ich hab den rechtsgeklärt. Wie sieht das Spaß aus? Das hat vorne so ein Rummel-die-Dummel-Dings. Ich hab das jetzt gemacht, aber der Mob ist verschwunden. Der ist doch jetzt im Ei drinne. Ja, ich soll aber den doch als nächsten Schritt rechtsklicken und killen. Right-click the spawn, change on the mob to set it, kill the mob. Also kill the mob. Danach kannst du right-click on... Achso, danach, okay. Ich kann aber nicht. Wow, du hast eine Trophäe eingesammelt. Was, wie wo? Zombie-Trophäe. Ja, Tatsache. Da ist was explodiert, warst du das? Ja. Hä, ich kapier's jetzt nicht. Wie soll ich das Ding rechtsklicken? Ich drück rechtsklick. Blaze, du nervst mich, Tisch. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Skelettköpfe. Geil. Passt alles. Jetzt mal nur noch Mob Spawner und Drop of Evil. Ja. Ich glaube, man kommt besser, wenn man den Drop of Evil so farmt, als wenn man hier ein Upgrade reinhaut. Denn für das Pink Slime brauchst du wieder eine extra Maschine. Was brauchst du eigentlich? Das ist für dieses Pink Slime Dings. Ist das eine Quest von mir? Weiß ich nicht. Die Maschine heißt Fluid Sieving Machine. Die sieht vorne aus wie so ein Zerkleinerer. Ne, dann habe ich sie nicht mehr. Ja, warte mal, vielleicht kommt sie noch irgendwo anders. Oh, aber wenn ich das sehe. Ja. Ja, wir können den Resonator, die Resonator Quest machen. Nice. Was? Resonator? Ja. Wo, wie, was, wo, was? Fünfter Questabschnitt. Wir kommen so langsam zum ME. Mach erstmal deinen Questzweig fertig. Mit dem ME würde ich jetzt noch nicht anfangen. Ich muss erstmal was futtern. Ey, ich renne die ganze Zeit mit so wenig Hungerkeulen rum. Ich glaube, das ist nicht so gut. Eine Hexe ist da oben gekillt worden. Teilen wir uns auf, falls du noch Zeit hast. Ich versuche mal einen Monster-Spawner zu finden und du könntest mir gerne einen Drop-Off-Level beschaffen. Ich glaube, du bist zwar 100 Jahre früher fertig, aber... Kommt drauf an, wie die... Danke. Wie die Viecher da spawnen jetzt. Ja. Wenn man auf ihn und rechts. Vor allem, du hättest für einen Zombie-Pigment nicht mal so weit gehen brauchen. Hier draußen steht einer rum. Ich habe ja jetzt auch einen normalen Zombie genommen. Von Pigment. Oh. Ich würde aber gern irgendwann auch nochmal da unten bei den Void-Minern weitermachen. Was fehlt denn da eigentlich noch? Strom weiterbauen und dann Kabel nach oben legen. Dass das nach oben gepumpt wird. Also. Ja, kommst du halt auch noch zu. Sicher, der Server fährt 25 Minuten runter. Dann. Keine Ahnung.
Obwohl, das kann man auch aufhören. Au, 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 au. Gut. Ich bin angespuckt worden. Da ist mein Schuriken. Jetzt geht's dir in den Kragen, du Scheißvieh. Wo bist du da? Wow. What the f... Au, au, au. Verreck mir jetzt bitte nicht. Ich habe aber gerade mal instant zwei Blazewoods gefarmt. Mobspawner, warum suchst du den nicht in der Netherfestung? Weil ich schon mal einen hatte. Ich suche den gerade nur. Aber hier wäre es sogar noch einfacher, weil ich habe hier mehrere Festungen. Wir haben hier nicht nur eine. Wäre die einfachste Variante halt. Im Nachhinein ja, trotzdem will ich den jetzt suchen. Puh. Wo ist das Skelette? Wo seid ihr? Ike, ich hör dich wieder. Hey, ich muss echt Discord updaten. Das kann aber nicht an mir liegen. Ich mach ja gar nichts. Ja, aber du hast Discord scheinbar nicht upgedatet. Warte, Hast du ja irgendwie sowas. Ich hab mit dem normalen Das war OBS. Ich habe auch 26 Millisekunden. Standard wie immer. Übrigens, ich habe den Spawner gefunden. Dann werden wir mal ganz kurz Discord beenden. Neu starten. So, wenn es jetzt wieder passiert, liegt es nicht an mir. So, ich habe den Spawner wiedergefunden. Und ich suche immer noch Wither-Skelette. Ich kann ja zurückkommen und helfen. Da ist ein Goldschwert drinne. Von hier bin ich gekommen, genau. Da geht's nicht weiter. Ist vielleicht oben drauf was? So, ich komme jetzt auch. Ja. Aber killst du die mit deinem Schuriken? Nein, mit meinem Looting-Schwert. Das hier müssten vielleicht mal anfangen, welche zu spawnen. Die Festung ist verdammt groß, also da muss irgendwas spawnen. Aktuell ist noch nichts gespawnt.
Weil man hört die nicht mal oben drauf irgendwie rumrennen. Ausgeleuchtet ist auch nichts. Oh, hier ist eins. Ab ein Drop of Evil. Okay. Och nee. Oh. Ach, kommst du nicht zurück? Nee. Tschüss. Vor allem, ich muss ja wahrscheinlich die Zeit absetzen, weil ich hier nie wieder ausfüllen werde. Willst du mal lachen? Wir haben einen Drop of Evil in der Mob-Farm. Was? Verarscht. Aber ich habe mir das gerade so richtig gut vorgestellt. Wir kommen daheim und dort ist so ein Ding drin. Ich hatte es halt schon so. Ich hatte noch mal geschaut, als ich bevor ich in Nether gegangen bin, ob da eins bekommen. Ich lege ihn in die mittlere untere Kiste, wo die Jetpacks drin sind. Okay. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche. Doch, das nehme ich mit, das ganze Glas. Wir sind bei 21 Minuten schon wieder Folgenende. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.